der Zahl verbessert geworden. Im Februar 1974 war das ausgemacht. Wie viel Geld sollten Sie bekommen? Ja, das ist ja, das hat ja in der Zeitung öffentlich gestanden. Das war 9000 Mark, das kann ich ja ruhig sagen. Wie viel haben Sie bekommen? 2, 3. Sie drohten mit dem Rechtsanwalt? Ja, ich war ja zum Anwalt gegangen, weil erst habe ich mit der Verein gesprochen und so, ob sie das bezahlen wollen und so. Und sie haben mir einige Vorschläge gemacht und so, aber nichts, da, wo ich, damit wo ich einverstanden war. Sie sind dann zu Fürth gegangen, jetzt? Ja, das ist ja dann dazwischen gekommen, dass ich ein Angebot von Fürth bekommen habe. Und da bin ich ja froh darüber, dass ich weggehen konnte und zum Spielen kommen, weil beim Bahn habe ich ja fast nur auf der Ersatzbank gesetzt. Man hat Ihnen die Summen dann nachgezahlt vor dem Wechsel nach Fürth? Ja, bis ich bin ja am 1.10. von Bayern weggegangen und sie haben mir das Geld bezahlt, was im Vertrag steht. Gibt es eine Begründung, weshalb Bayern Ihnen das Geld nicht zahlen wollte? Einen Grund haben sie mir eigentlich nicht gegeben. Ich glaube nur, dass das liegt ja irgendwie in die ganze Vereinsführung. Dass man wollte vielleicht einen Versuch machen und so, kann ich ja nicht sagen. Mittwoch, eine Stunde vor dem Europacup-Spiel gegen Magdeburg. Das Visier heruntergelassen zum ersten Gang in die Arena. Also Franz, kommt auf die Toilette, ja? Einen Moment. Bruttoeinnahmen ca. 1,2 Millionen. Nervosität in den Katakomben. Hektik. Immer noch ein letztes Wort über Formationen oder Transaktionen. Rosch, bevor wir es abschicken, weil wir es morgen dafür abschicken können. Ja, damit Sie es vorher lesen. Ich muss ja keinen Anwalt nehmen. Ja, nein, damit Sie es vorher nochmal sehen, damit Sie es lesen. Bei der Saukälte. Sie beziehen die Positionen. Das hat sich eingespielt, ist fast ein Ritual. Hier ahnt man etwas von den Verbindungen und Beziehungen und Abhängigkeiten. Der Manager, der Trainer, der Präsident, die Stars. 1,2 Millionen im Spiel an diesem Abend. Höchstens noch aufzurechnen gegen einen unwägbaren Rest von Zufällen.
Die Szene glaubte man zu kennen. Sie bot sich jede Woche an, wie ein Versatzstück zwischen zwei Spielzügen, die Trainerbank als Zwischenschnitt. Aber man sollte die Szene einmal ausspielen, sozusagen im Nachhinein. Diese Position Schulter an Schulter, ein Spannungsfeld von einem Quadratmeter, das schließlich der Trainer räumen musste. Die Collage aus Beobachtungen, Aussagen, Selbstdarstellungen, das Mosaik jener Bayernwoche. Dies alles kann eigentlich kein Vereinsporträt mehr sein, als blättere man in einer Jubiläumsschrift. Spannung löst sich in den Katakomben. Das soll es erfüllt, 3-2 gewonnen, alles okay. Der Durkind, der überhaupt nicht losgelassen Hier sind Türen zu bewachen und rechtzeitig zu schließen. Denn in jener Woche galten ein paar Absprachen und Arrangements, waren Grenzen gezogen zwischen Darsteller und Beobachter, zwischen dem Fußballclub Bayern und dem Team des ZDF. Sie trainieren eigentlich eine halbe Weltmeistermannschaft. Man könnte sich vorstellen, dass Ihre Rolle mehr psychologisch zu sehen ist als eigentlich sportlich. Nein, das möchte ich nicht sagen. Sehen Sie, wir haben in der letzten Zeit kräftemäßig nicht das gehalten, was man von uns erwartet hat. Wir haben auch spielerisch nicht das gehalten, was man von uns erwartet hat. Aufgrund der Vielzahl der Spiele, die wir aus finanziellen Gründen machen mussten, ich betone machen mussten, war ich nicht in der Lage, so zu trainieren, wie ich es mir vorgestellt habe und vorgestellt hatte. Aus dem Grunde haben wir nicht gut gespielt. Es gab noch einige andere Gründe, aber das war sicherlich der Hauptgrund. Herr Spahn, wie sehen Sie Ihre Aufgabe als technischer Direktor? Das ist ein weit verzweigtes Aufgabengebiet. Grundsätzlich die Führung der Lizenzspielerabteilung in engster Verbindung mit dem Präsidenten. Ich möchte sagen, ich bin der Verbindungsmann zwischen dem Präsidenten und den Lizenzspielern und dem Trainer. Ich kümmere mich sehr intensiv um die jüngeren Spieler, aber in erster Linie doch um die Stammmannschaft, weil der Verein ja von der Stammmannschaft lebt. Und Neueinkäufe und Verkäufe berühren mich erst dann, wenn diese Einkäufe oder Verkäufe getätigt sind. Ich arbeite mit den Spielern, die da sind und konzentriere mich nicht darauf, welche Spieler jetzt vielleicht noch zu uns kommen könnten. Dann könnte ich überhaupt nicht mehr ruhig arbeiten. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Andersson, der aus Schweden kommt, bei dem steht es schon seit circa 3 Monaten fest, dass er zu uns stößt. Mich interessiert das überhaupt nicht. Mich interessiert das erst, wenn er zum ersten Mal mittrainiert, wenn ich feststellen kann, in welcher körperlichen Verfassung er ist und ob ich ihn dann einbauen kann oder nicht. Vorher diskutiere ich auch nicht darüber. Wie kommen Sie eigentlich an neue Kräfte? Werden Sie angeboten? Suchen Sie selbst aus? Haben Sie sogenannte Scouts in der Bundesrepublik? Wir haben Späher in der Bundesrepublik. Da handelt es sich um Amateurspieler vor allem. Denn die sogenannten fertigen Spieler, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen, die sind ja bekannt. Aber für Nachwuchstalente haben wir Freunde, die verteilt sind im Bundesgebiet und die uns immer wieder berichten, wenn ihnen ein besonders begabter Spieler auffällt. Können Sie uns sagen, welche Prämien eigentlich Bayern München zahlt? Ich finde, über Geld soll nicht gesprochen werden. Es stehen da oft Unsummen im Raum. Ich glaube, es ist besser, wenn man über Prämien oder über Details der Prämien bezogen auf die Spiele nicht spricht. Bei den Vorbereitungen auf die Spiele, welche Rolle spielt da der Spielführer? Das ist unterschiedlich gelagert, im Prinzip überhaupt keine. Aber bei uns hat es sich so eingespielt, dass ich dann, wenn ich mir in einer Entscheidung nicht ganz sicher bin, mit Franz Beckenbauer spreche und diskutiere. Er ist ein hochqualifizierter Fachmann und ich würde einen riesengroßen Fehler begehen, wenn ich mir seinen Rat nicht zunutze machen würde. Aber es ist weder so, wenn wir uns entschieden haben, so und so zu spielen, dass ich dann nach dem Spiel ihn als Rechtfertigung heranziehe und sage, ja, Franz Beckenbauer ist der gleichen Meinung gewesen. Das tue ich grundsätzlich nicht, weil die Entscheidung ich alleine treffe und ich auch alleine zu verantworten habe. Sie sind der Manager von Beckenbauer. Sie beraten auch andere Spieler. Wie viel Freizügigkeit haben die Spieler bei Nebentätigkeiten und geschäftlichen Aktivitäten? Ich möchte da richtigstellen, dass ich nur Beckenbauer berate. Wir haben seit 1966 eine enge geschäftliche Verbindung.
Und jetzt in dieser für unseren Club schwierigen Zeit haben wir uns entschlossen, die Werbung klein zu schreiben. Und Franz geht da mit bestem Beispiel voran. Und das ist auch eine Richtschnur für die anderen Spieler. Nochmal zu Niederlagen. Wer betreut eigentlich Sie? Ich glaube, ich betreue mich ganz alleine. Als Trainer ist man sicherlich immer dann, wenn es kritisch wird, wenn verloren wird, der einsamste Mensch auf der Welt. Die Mannschaft ist seine Gruppe, der Verein an und für sich ist seine Gruppe. Und der Trainer ist, wenn man es ganz realistisch sieht, eigentlich auch bei anderen Vereinen immer das schwächste Glied. Weil man ihn am einfachsten aus der ganzen Situation herauslösen kann. Und deswegen ist bei Niederlagen die Position des Trainers auch relativ gefährdet. Ich muss allerdings sagen, bei aller Kritik, die Herr Neudecker hin und wieder in der Öffentlichkeit von sich gibt, die ihm ja auch zusteht, dass es mir nicht immer passt, in der Öffentlichkeit kritisiert zu werden, das steht auf einem anderen Blatt, ist das Verhältnis hier im Verein so, dass man dann gerade, wenn es besonders schwierig wird, enger zusammenrückt und noch mehr zusammenhält, als man es normalerweise schon tun muss und auch tut. Was fasziniert Sie eigentlich am Fußball? Die Aufgabe, das Spiel, das Fluidum, das Image des Fußballes, die Unwägbarkeit des Spieles, die Begeisterung, die Trauer und die Freude. All diese Dinge. Donnerstagvormittag im Bayerischen Hof. Geburtstagsempfang. Präsident Wilhelm Neudecker wird 61. Der Clan versammelt sich. Es ging alles gut gestern, man kann sich sehen lassen. Gönner und Mäzene, die Angestellten und die Männer vom Vorstand. Geschäftsfreunde, Parteifreunde aus jener Partei, die am folgenden Sonntag von 2/3 aller Bayern gewählt wurde. Der Präsident, Selfmade-Man, Bauunternehmer, der Mann, der sich ganz dem Verein widmet, der seit 12 Jahren das Sagen hat, von dem sie alle abhängig sind, wenn es darauf ankommen sollte. Zitat aus der Pressemappe des FC Bayern. Harte Selbstdisziplin, Ausdauer und Tatkraft sind die ausgeprägtesten Eigenschaften des Präsidenten. Die Resultate dieser ausgeprägtesten Eigenschaften hat mancher zu spüren bekommen. Die Früchte seiner Arbeit waren jedenfalls nicht für jeden genießbar. Das Ehepaar Beckenbauer meldet den 8-jährigen Sohn Michael als Vereinsmitglied an. Eine Boulevardzeitung berichtete, ein Wunderdoktor habe Franz Beckenbauer endlich geheilt. Mit Akupunktur. Eine andere Boulevardzeitung berichtigte, er sei durch Spritzen geheilt worden. Weitere Worte des Vorsitzenden Neudecker. Für jeden Spieler sei eine gute Gymnastik notwendig und mehr Sprungkraft, um topfit zu sein. Überhaupt sei statistisch belegt, dass ein Spieler während der 90 Minuten nur 22 Minuten zu laufen hätte. Donnerstagvormittag im Bayerischen Hof. Herr Neudecker, können Sie sich noch an den Marsch um den Starnberger See erinnern, 1965, nach dem Aufstieg in die Bundesliga? Ich kann mich sehr gut erinnern, da hatte es ein Wetter wie gestern Abend beim Spiel gegen FC Magdeburg. Wenn das Wetter seinerzeit gut gewesen wäre, wären sicher Tausende mitmarschiert. Und später sind Sie nicht mehr gegangen bei allen Erfolgen? Nein, bin ich nicht, weil ich hatte kein Versprechen mehr abgegeben. Wenn ich ein Versprechen abgebe, dann halte ich es. Eine andere Frage, welche Rolle spielen Sie selbst bei Spielereinkäufen? Entscheiden Sie alleine? Ich habe das letzte Wort. Selbstverständlich werden die Vorarbeiten geleistet. Ich glaube, das ist gerade die Stärke des FC Bayern, dass ich das unbedingte Vertrauen aller meiner Mitarbeiter habe und dann eben rasch entscheiden kann, wenn es die Lage erfordert. Auch wenn Spieler verkauft werden, wie im Falle Paul Breitner? Ja, ich muss zugeben, dass ich dann allein entscheide. Ihr Verein macht Gewinne. Sie werden uns jetzt keine Geschäftsgeheimnisse verraten. Trotzdem sei die Frage erlaubt, wie und wo legt der FC Bayern sein Geld an? Ja, leider müssen auch gemeinnützige Vereine Körperschaftssteuer zahlen, das heißt 49% vom erwirtschafteten Gewinn. Das halte ich an sich nicht für richtig. Wenn gemeinnützige Vereine Gewinn machen und diesen Gewinn wieder in ihre Amateurabteilungen stecken, dann sollten sie eigentlich von der Körperschaftssteuer befreit sein. Wir haben in den letzten Jahren unser Trainingszentrum gebaut für 4 Millionen. Das ist bereits schuldenfrei. Zurzeit planen wir ein Freizeitzentrum am Schliersee im Josefstal. Wir haben hierfür 50.000 Quadratmeter Grund erworben. Werden Ihrer Meinung nach später einmal Firmen Fußball verkaufen wie eine Ware? Wie sehen Sie den Fußballclub der Zukunft?
Ich glaube schon, dass für in der Zukunft Lizenzabteilungen ausgeklammert werden sollen. Das heißt schon noch mit dem Amateurverein verhaftet sein sollen, aber insgesamt wirtschaftlich ausgeklammert, weil sie dann straffer zu führen sind. Denn ich glaube, es gibt ja nicht viele Vereine, die einen Vorsitzenden haben, der sich allein praktisch für den Club von früh bis spät engagiert. Sport und Werbung, wie stehen Sie dazu? Ich bin für dezente Werbung auch ein Mann, aber nicht so, wie vielleicht die Rennfahrer aussehen. Ich glaube, das, was wir gewählt haben, wir haben nun diese Werbung, die wir zurzeit am Mann machen, haben wir bereits an den Füßen. Also ist sie auch dezent, glaube ich, wenn wir sie am Rücken tragen. Achtzehn junge Leute, die das Turnen satt hatten, gründeten am 27. Februar 1900 in Schwabing den FC Bayern. Die Unkosten beliefen sich auf insgesamt 3 Mark. Wer damals auf den Wiesen mitspielen wollte, wenn es der Bauer erlaubte, war etwas Besseres. Der hatte mindestens das Einjährige, die mittlere Reife. Von den Tintenfaksimilis zur gemeißelten Spendertafel sind es knapp 7 Jahrzehnte. Nostalgie im Zeitraffer. Zwei Mann soll es für euch kosten, nicht? Mhm. Der Franz ist durch, nicht? Ja. Und kommt auf den Mittelläufer von euch, nicht? Das war, glaube ich, da der König. Ja, der König, erinnern, Und du wirst lachen, der hat einen schon einen Bicker ein bisschen gehabt. Mhm. Dann hat er einmal gehalten und so, nicht? Dann hat er ihm auch einen aufgehauen. Mhm. Und wirst du, ich nur, wie er mich noch erinnern kann, war es so, da hat der Franz dann, wie er einen erwischt hat von dem, nicht? Hat er nachgehabt, nicht? Und der Königbub, der dreht sich um und gibt dem Franz auch solches drum Schein, wenn er das sagt. Ja, das kann ich mich erinnern. Ganz giftig war, jetzt hat der Schiedsrichter natürlich, sagen wir mal, den Schein nicht gesehen, sondern das Foul, weil er nachgeschlagen hat, der Franz. Jetzt hat er natürlich den Franz verwarnt, nicht? Der Franz hat gemeint, weil es fast in der Nähe vom 16er war, das wäre der Strafstoß, nicht? Und da hat sich daraus das dann so ergeben, dass wir Spieler abpfiffen waren, wir haben noch, glaube ich, knapp 3-2 verloren. Dann hat der Franz in der Kabine von Haus aus geschrien, zu mir hat er gesagt, Herr Neidicker, eins sage ich noch gleich, ich bin ein alter 60er-Anhänger gewesen, aber mit 60 ist es verdammt, hat er gesagt. Da gehe ich nie mehr dazu, sagt er, weil das war das Letzte, hat er gesagt. Kriege ich da für die Mittelstürmer auch erwatschen, nicht? Jetzt ist er so gewesen, hat er gesagt, jetzt haben wir uns da besprochen, da war ich nicht in der Kabine drin. Und dann hat er seine Spätzchen, die er noch gehabt hat, nicht von uns, hat er noch gesagt, also wir gehen alle 5 gehen wir zu Bayern. Wie vom FC Bayern gehen? Überhaupt nicht. Nie. Warum nicht? Weil ich ein 60er-Fanatiker bin. Nein. Warum nicht? Weil ich alter 60er-Fan bin. Und Sie? Würden Sie gehen? Ich auch nicht. Na, weil ich nicht sehen mag, wie eine arme Mannschaft zugrunde geht. Grüß Gott, eine Frage. Würden Sie zum Spiel vom FC Bayern gehen? Zu die Multimillionäre? Ja? Na, um Gottes Willen. Warum nicht? Nein. Würden Sie gehen? Ja, wenn es ein schönes Spiel ist, ohne weiteres. Wie meinen Sie Schwierigkeiten? Finanzielle Schwierigkeiten? Nein, habe ich keine, denn diese Anlage ist bis auf einen kleinen Teil schon restlos bezahlt. Und es ist natürlich sicher, muss auch beim FC Bayern gut laufen, damit wir Geld verdienen. Und das ist natürlich das Plus, dass jeder Spieler was verdient. Ich will ja nicht das ganze Jahr jede Woche zweimal spielen und dann kein Geld dafür bekommen. Obwohl das Geld ist natürlich auch sekundär. Ich spiele aus Leidenschaft Fußball. Ob ich dabei Geld verdiene, das wäre mir egal. Ich würde genauso in einer Kreisklasse oder Bezirksliga Fußball spielen. Nur um des Fußballs willen. Das glauben wir Ihnen gern. Und natürlich kann man es leicht sagen, wenn man Geld hat. Ja, was heißt Geld hat? So viel ist es auch nicht, aber ich bin zufrieden. Wir hatten in letzter Zeit zu tun mit Verletzungen. Ja, das ist leider sehr schlimm immer mit den Verletzungen in dem letzten halben Jahr jetzt. Und das ist irgendwie. Mit den Zerrungen kann man nicht richtig ausheilen lassen. Man muss immer wieder spielen und soll immer spielen. Und es ist natürlich schlecht bei Verletzungen mit Sehnen oder mit einer Bändersache. Das ist ganz schlecht. Sie haben am Wochenende nicht gespielt zum Beispiel. Ja, jetzt am Wochenende. Ja, jetzt waren wir
sozusagen etwas leichteres Spiel. Ja. Und da habe ich dem Trainer gebeten, er soll mich mal aussetzen lassen, dass das einigermaßen ausheilen kann. Aber es ist zugleich auch dann ein finanzieller Verlust, wenn Sie aussetzen. Nein, Stammspieler bei uns nicht. Die haben 6 Wochen die vollen Bezüge. Und also innerhalb von 6 Wochen müsste man dann schon wieder gesund werden. Sind Sie versichert? Ja, wir sind alle versichert. Halb Verein und halb der Spieler. Ja. Aber wie hoch das ist, das weiß ich. Von Beckenbauer sagt man, es seien einige Millionen, dass seine Beine versichert seien. Er muss es ja, oder? Er ist ja ein großer Spieler. Dürfen Sie im Winter Skilaufen zum Beispiel? Nein, Nebenbeschäftigung darf man keine haben. Skifahren oder Schlittschuhlaufen, was ich gern gemacht hätte, ist verboten. Das steht vertraglich fest. Steht im Vertrag? Ja, steht im Vertrag. Wie arrangieren Sie Ihre, sagen wir mal, Nebentätigkeiten, Ihre Geschäfte mit keine, dem Sport? Keine, weil bei uns das immer schwierig ist. Ja, gerade in der letzten Zeit, wenn man keinen Erfolg hat, dann heißt das, schiebt man auf die Nebenbeschäftigungen und durch das mache ich keine. Ich würde es dann später machen, wenn ich mit dem Fußball aufhöre. Ich habe nicht nur die Hoffnung, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass der FC Bayern diesmal sein Ziel erreichen wird. Ich freue mich insbesondere darüber, dass mein Experiment, das seinerzeit überall schärfstens angegriffen wurde, nur Spieler aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Jugend zu verpflichten, geglückt ist und dass gerade diese Spieler unsere großen Stützen sind, neben einigen sehr bewährten Stammspielern der früheren Jahre. Sie tragen die Rückennummer 5 und spielen manchmal sehr offensiv. Ja. Verleitet das nicht etwas dazu, dass Sie festzustellen, dass Sie Veranlagung zum Halbstürmer haben? Ja, das wird wohl der Trainer am besten wissen, wo er mich hinstellt. Ihnen ist das jedenfalls mir egal? Mir ist das egal, ja. Am Samstag spielen Sie gegen Borussia Mönchengladbach. Haben Sie schon mal gegen Mönchengladbach gespielt? Nein, nein, bis jetzt noch nicht. Haben Sie schon mal, sicher haben Sie schon von dem Innensturm gehört? Ja, ja. Ich hab's auch schon gesehen. Heynckes, Rob Netzer, macht Ihnen das keine Bedenken, keine Angst? Ja, wir wissen, wie gefährlich der Mönchengladbacher Innensturm ist. Und ich glaube, wir werden uns dementsprechend darauf einstellen. Auch diese Sätze, reine Nostalgie aus der Zeit vor dem Farbfernsehen. Sentimentale Erinnerung, fast schon vergessen. 1957 waren die Bayern Pokalsieger. 1932 schon einmal deutscher Meister, als es mit Nürnberg bergab ging und bevor die Schalker kamen. Um 1932 war es üblich, für solch einen Sieg 100 Mark springen zu lassen. Da gab es deutsche Meistermannschaften, in denen spielten Arbeitslose, etwa bei Hertha BSC Berlin. Heute, um wieder in die Gegenwart und auf das Fußballunternehmen zurückzukommen, heute machen sie im Jahr rund 10 Millionen Mark Umsatz. Kostet die Profitruppe Monat für Monat ungefähr 700.000 Mark über den Daumen gepeilt. Der letzte Geschäftsbericht steht noch aus. Vor mir ist Beckenbauer und Mayer und Brenninger, Nafziger. Die waren vor mir. Ja. Aber wir waren eigentlich einer der letzten, die in die erste gekommen sind von der Jugend. Sie haben eigentlich den FC Bayern haben Sie selbst nichts gekostet, wenn man so sagen darf. Nein. Ablösesumme. Gar nichts. Gar nichts. Können Sie selbst jetzt Ihren sogenannten Marktwert einschätzen? Was wären Sie wert? Ach, so, wenn man nach den Zeitungen geht und nach den Statistiken, ich glaube durch die Weltmeisterschaft auch 1 Million. Wie hoch war damals die Ablösesumme? Ich betrag damals 120.000 Mark. Und wie kamen Sie später von Nürnberg nach München? Wie ging das? Ich habe dann bei Nürnberg in der Regionalliga gespielt. Und weil wir nicht in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga gekommen sind, konnte Nürnberg mich nicht mehr weiterzahlen. Und FC Bayern hat sich bei Nürnberg gemeldet, dass die vielleicht mir kaufen würde. Weil damals war der Peter Kupferschmidt gerade am Knie operiert und die brauchten dann einen Verteidiger und war in Not. Und ich habe dann mit Bayern verhandelt und bin nach München gekommen. Wie hoch war die Ablösesumme? Ich weiß es nicht genau, aber Bayern haben mir ganz billig gekriegt damals.
schon, aber mit dem muss man rechnen, dass man nicht jedes Jahr alle drei Titel oder zwei Titel holen kann. Es geht da wieder mal, es geht da mal wieder abwärts und man kann nicht wie voriges Jahr, dass man deutscher Meister und Europapokalsieger wird. Das ist, gehört viel Glück auch dazu im Fußball. Ja. Frau Schwarzenberg, jetzt mal eine Frage an Sie. Wie oft ist eigentlich Ihr Mann im Jahr so unterwegs oder nicht zu Hause? Ziemlich oft, das zähle ich ja gar nicht. Ja, was? Meistens. Meiste Zeit. Viel im Trainingslager? Ja. Die Auswärtsspiele? Das ist eigentlich immer. Gezählte Stunden, die er zu Hause ist. Wir haben viele Stars in unserer Mannschaft und die verdienen nicht wenig. Und in dem Moment, wo wir keinen Erfolg haben, zum Beispiel in Europacup oder irgendeinem großen Wettbewerb drin sind, dann wird auch nicht so viele Zuschauer kommen. Und da bin ich sicher, dann würde FC Bayern in Schwierigkeiten kommen. Gibt es da Parallelen vielleicht zu anderen Clubs wie Inter Mailand oder Manchester United oder Real Madrid? Oder? Das ist sicher. Auf einmal, dann ist das schon aus, das hat sich bei jedem großen Verein gezeigt, beim Real Madrid und so weiter. Und so auf einmal, da klappt es nicht mehr und da muss man eben versuchen, also junge, neue Leute, also immer in die Mannschaft einzukaufen und dass die noch spielen kann. Aber man kann auch schon teure Leute kaufen und die passen trotzdem nicht in die Mannschaft rein. Das hat sich öfters gezeigt. Ja. Wie funktioniert eigentlich das Prämiensystem bei Bayern München? Gibt es einen festen Tarif? Oder? Es gibt normal einen festen Tarif, ja. Für Bundesligaspiele? Für Bundesligaspiele. Anderes Spiel, das wird jedes Mal ausgehandelt. Ja, wie sind da die Sätze bei der Bundesliga? Wir kriegen 1000 Mark pro Sieg. Und unentschieden? Unentschieden 500. Mhm. Solange wir noch in die Spitze liegen. Ja. Und Europapokal von Fall zu Fall? Das ist von Fall zu Fall. Das wird zwischen Herrn Neudecker und Herrn Beckenbauer abgesprochen. Aber immer vor dem Spiel jedenfalls? Immer vor dem Spiel, ja. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass geradezu während des Spiels die Prämie erhöht worden ist, als einer Mannschaft mal, also Ihre Mannschaft, im Rückstand lag. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, ein oder zweimal in der Halbzeit in Herrn Neudecker reingekommen. Das ist auch so passiert, also wo wir auch noch geführt haben, gut gespielt haben, hat Neudecker in der Halbzeit gesagt, also mal Jungs, weil ihr gut spielen und so weiter, gibt es ein bisschen mehr. Ja. Ist Geld ein so wichtiges Stimulanz für einen Sportler in dem Fall? Oder? Ich glaube, in dem Moment, wo man im Spiel sind und so weiter, denkt man überhaupt nicht ans Geld. Haben Sie selbst sowas wie einen Manager? Wie Nein. Wie Beckenbauer oder, Nein. oder Gerd Müller? Nein. Sie machen das selbst? Ja, das kann ich alles. Meine Geschäfte kann ich alle übersehen. Sind leider nicht so viele. Naja, für einen aus der Weltmeistermannschaft kann man sich dort denken, da läuft einiges zusammen, an Werbung zum Beispiel. Das ist momentan bei der wirtschaftlichen Lage sowieso sehr schlecht, aber es ist natürlich auch so wie in München, wenn man so Spieler hat wie Franz Beckenbauer oder Müller, wenn, oder auch ein Meier, wenn einer da eine große Firma was will, dann glaube ich, die kommen doch zuerst zum Franz, zum Gerd und dann kommen erst die anderen Spieler. Das ist, das war vor der Weltmeisterschaft so und ist auch jetzt so, das ist, wird immer so bleiben. Man hört immer wieder von Neueinkäufen oder Verkäufen. Wie erfahren Sie selbst davon? Meistens über die Zeitung. Es wird nicht mit Ihnen vorher gesprochen, Nein, dass die überhaupt Absicht nicht. Besteht? Das ist nur eine Frage der Vorstandschaft und der Trainer. Es wäre doch manchmal besser, die Spieler wüssten auch Bescheid, was da geplant ist. Es ist möglich, dass der Herr Beckenbauer oder Gerd Müller gefragt wird, aber ich weiß es nicht. Was ist denn, wenn jetzt so urplötzlich sozusagen jemand käme aus dem Verein, also vielleicht der Neudecker oder, und sagte, jetzt wollen wir dich verkaufen. Wir haben das und das Angebot. Ja. Passieren kann es jedem, ne? Das kann jedem passieren, das ist keiner ausgenommen. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste man, ach, das ist sagen, das kann jedem passieren und ich, da würde jeder seine Konsequenzen ziehen. Komm, also in dem Geschäft ist das drin, das habe ich vorher schon gewusst. Training von 10 bis halb 12 oder von 3 bis halb 5. Korrekte Arbeitszeit.
Gratis sehen die, die immer hier stehen, Dutzende von Doppelpässen. Musterkombinationen, die im Stadion, wenn man sie im Kampf nachzuvollziehen versucht, oft in nichts zerrinnen. Udo Lattek und Franz Beckenbauer. Wieder eine Impression, eine Konstellation. Differenzierte Beziehung zwischen Trainer und dem Kapitän. Welche Impulse kann ein neuer Mann vermitteln? Und wie? In jener Woche kam der schwedische Nationalspieler Andersson nach München, um seine Arbeit zu beginnen. Absolvierte der Jugendnationalspieler Förster vom Regionalligaverein SV Waldhof mit dem Lampenfieber eines Anfängers ein erstes Probetraining. Inzwischen ist er der 37. Spieler, der in den letzten 4 Jahren vom FC Bayern unter Vertrag genommen wurde. Und was den Tabellenstand anging, man konnte noch hoffen in dieser 13. Woche. Windstille zwischen 2 Krisenschüben. Zur gleichen Zeit trainierte die C2. Trainierten Engelmann und Dexel und Pfaffel, trainierten die Sieger des letzten Sonntags. Etwa 1000 der 8000 Mitglieder des Sportvereins FC Bayern sind Jugendliche oder Schüler. Sie trainieren ehrgeizig, die Jungs von der C2, wiederum so, wie wir uns das vorstellen. Was ein Häkchen werden will und so weiter. Aber die Chance, später einmal aufzurücken in die erste Mannschaft, ist gleich null. Da werden Reminiszenzen bleiben. Für die Stammtische ihrer Zukunft. 3:1 gegen München 1860. Damals. Man kann auch Basketball spielen im Sportverein FC Bayern, das sollte noch erwähnt werden. Basketball und Handball und Tischtennis. Und eine Zeit lang hielt man sich eine Eishockeytruppe. Freitag. Die Profis im Dienst auf dem Weg zum Quartier am Ammersee. Da sind keine Lieder zu singen, keine Witze zu reißen. Was denken sie, wenn sie unterwegs sind? Abschlafen, dösen, die Zeit abwarten? Anfahrten, Quartiere, Stadien, abreisen. Sie wohnen nur in erstklassigen Hotels. Dies hat der Manager eingeführt, schon 1966. Sie haben im letzten Jahr 100 Mal gespielt. Die Woche geht zu Ende. Das dritte Spiel am Samstag, Pokalrunde gegen Oberhausen, ein mieser Kick. Der FC Bayern hat bis dahin in dieser Woche 2 Millionen Mark eingenommen. Davon werden etwa 1,2 Millionen nach Abzug aller Unkosten bleiben. Nun das dritte Spiel wirklich ein mieser Kick. Pflichtprogramm, 4000 Zuschauer und einige 10.000 Mark in der Kasse. So wenig wie nie in diesem Jahr. Wechselgesänge, das Staccato der Chöre und die Monotonie ihrer Liturgien. Da stehen sie nun, ein Haufen Mensch, in derselben Kurve wie zum Anfang dieses Berichts. Die Treuen, die Fanatiker, die Naiven und die Aggressiven, die Vorbeter und Fahnenträger und Klackhörer. Wie sind sie einkalkuliert in diesem Millionenspiel von München bis Madrid, von Manchester bis Mailand? Der Konzern FC Bayern ist in eine Krise geraten
aber in den Kurven wehen die Fahnen. Zu 0. Die Woche ist zu Ende. Im Betonkessel verhallen die Ergebnisse. Und 5 Stunden später beginnt ein Fernsehwestern. Ich scheide ohne Groll, aber auch ohne Tränen. Es war eine schöne Zeit beim FC Bayern. Ich habe viel gelernt und ich glaube, dass ich der Mannschaft auch einiges beigebracht habe. Aber im Verlaufe der Jahre haben wir vielleicht etwas zu viel Erfolg gehabt und dieser Erfolg hat verwöhnt. Und die Mannschaft braucht den Erfolg, der Verein braucht den Erfolg, um die Spieler bezahlen zu können. Und aus diesem Grunde haben wir auch verschiedene Freundschaftsspiele gemacht, die vielleicht nicht unbedingt notwendig waren. Ich wünsche meinem Nachfolger das, was ich in den 4 Jahren hier erlebt habe, nämlich Erfolge und zwischendurch Ärger, wie es überall der Fall ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg, ich wünsche ihm viel Glück und ich wünsche ihm vor allen Dingen sehr viel Einfühlungsvermögen, das man hier beim FC Bayern braucht, um bestehen zu können. Ich scheide, ich möchte es nochmal betonen, wirklich ohne Groll, aber auch ohne Tränen.